Hallo YouTube und willkommen zum letzten verbliebenen Waffenguide für Wild Hearts. Und heute geht es einmal um die Handkanone. In den nächsten Minuten möchte ich euch einmal zeigen und erklären, wie ihr mit dieser Waffe umgehen könnt. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr mit der Handwaffe umgeht, ist das Video genau das Richtige für euch. Und damit steigen wir auch schon direkt ein. Als erstes mit dem Spezialangriff, also der unteren Schultertaste, wenn ihr mit dem Controller unterwegs seid. Und mit dem Spezialangriff feuern wir unsere Kanone ab. Ihr seht unten links, wir haben einmal einen blauen Balken, der sich leert. Der ist vergleichbar mit unserer Munition. Und darüber ein Hitzebalken, der ist wichtig, um mit der Waffe eine Rotation aufzubauen. Die Munition füllt sich unter normalen Umständen nicht wieder auf, dafür müssen wir etwas machen. Und die Hitze, seht ihr, hat ein paar Sekunden Bestand und dann verschwindet die Hitze und wir müssen sie wieder aufs Neue aufbauen. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass unsere Waffe überhitzt. Und das Ganze würde dann gleich auch wie folgt aussehen. Da haben wir jetzt eine Überhitzung der Waffe. Kleines Problem ist, wenn das jetzt passiert, dann ist unsere Aufladung weg und wir können unsere Rotation leider nicht zu Ende vollführen. Damit kommen wir auch schon zum Angriff Nummer 1. Ihr seht, wir haben jetzt keine Munition mehr. Deswegen probieren wir einmal Angriff Nummer 1. Wir platzieren einen grünen Kreis. Wir sehen ihn jetzt hier auf dem Boden. Und solange wir in diesem Kreis sind, haben wir unbegrenzt Munition. Ihr seht, der Balken lädt sich immer wieder auf. Wenn ich aus dem Kreis hinausgehe und dann schieße, dann verschwindet unsere Munition, nennen wir sie einfach mal. Wenn ich wieder in den Kreis hineinlaufe, dann bekommen wir wieder Munition zusammen. Also solange wir hier drin sind, haben wir keine Munitionsprobleme. Wenn ich jetzt hier hinauslaufe, kann ich wieder so einen Kreis platzieren. Wir sehen unten links, wo meine HP ist, dass ich dort 7 Kreise habe. Das ist nicht der Standard. Wir können diese erhöhen mit bestimmten Fähigkeiten. Und kleines Problem natürlich auch, wenn das Kimono jetzt wechselt und wir diese Kreise nicht wieder aufsammeln, dann verlieren wir sie. Deswegen, wir drücken einmal Schießen und dann Angriff Nummer 1. Und damit werden die entsprechenden Kreise wieder aufgesammelt. Und ihr seht, unten links haben wir sie wieder bekommen. Nun können wir hergehen, wieder mit Angriff 1 die Kreise platzieren, wenn wir es denn möchten. Und wenn wir die Area wechseln und die Kreise mitnehmen wollen, dann schießen Angriff Nummer 1 und dann sammeln wir sie auch wieder ein. Kommen wir nun zu Angriff Nummer 2, denn das ist eine der Kernmechaniken. Wenn wir Angriff Nummer 2 einsetzen, vergleichbar wie mit dem Bogen, bekommen wir jetzt hier so eine kleine Zielvorrichtung. Und wichtig ist, ich muss mal ein bisschen näher ran, wir müssen das Kimono treffen. Wenn ich jetzt daneben baller, dann wird hier zwar ein Kreis platziert, aber ganz wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel schieße, müssen wir ein wenig Hitze aufbauen. Unsere Waffe wird gleich rot. Das passiert jetzt. Wenn ich das jetzt nochmal ausführe und wir das Kimono, na, wo haben wir dich denn, treffen, dann bekommen wir diesen Kreis mit einem roten Schimmer. Ihr seht hier den roten Schimmer. Rechts daneben sehen wir keinen Schimmer. Und dieser Schimmer taucht nur dann auf, wenn unsere Waffe genügend Hitze hat und wenn wir das Kimono treffen. Ballern wir daneben, bekommen wir diesen roten Schimmer nicht. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt in diesem roten Schimmer stehen, können wir natürlich einmal schießen. Und wenn ich jetzt zusätzlich, während ich schieße, noch einmal Angriff Nummer 2 drücke und in diesem roten Kreis stehe, passiert Folgendes. Wir laden unsere Waffe auf und komm schon, da ballern wir jetzt einen dicken, fetten Laser raus. Wir sehen 400er Schadenszahlen ploppen auf und oben links haben wir
mal eben 26.000 Damage gemacht. Ist natürlich hier an dieser Attrappe, da ist der Damage immer ein bisschen höher. Aber das ist das Brot und Butter. Damit machen wir unseren fetten Damage. Wenn wir jetzt in diesem Kreis sind und ihr seht jetzt hier zum Beispiel keinen roten Schimmer, dann können wir natürlich hier wieder schießen. Und ich habe nicht die Möglichkeit, wenn ich jetzt mit Angriff Nummer 2 angreife, irgendeinen großen Laser oder irgendeinen fetten Angriff auszulösen. Das funktioniert nur, wenn der rote Schimmer dort auftaucht. Und für den roten Schimmer, nicht vergessen, müssen wir unsere Hitze ein wenig aufbauen. Gleich ist es soweit. Unsere Waffe leuchtet jetzt rot. Und nun machen wir Angriff Nummer 2. Müssen das Kimono treffen. Boom, haben es getroffen. Und wenn das Ding jetzt landet, haben wir wieder unseren roten Schimmer. Und können dort mit Schießen und Angriff Nummer 2 die Waffe aufladen. Und danach den dicken, fetten Laser und die fette Damage Power raushauen. Damit sind wir mit der Theorie durch und schauen uns einmal die Karakuris an. Und hier vorneweg die Kiste, der Flock und der Anker haben denselben Effekt. Mit der Kiste sind wir starr, mit dem Anker sind wir sehr flexibel. Und Flock ist vielleicht das Schwierigste, weil wir hochgeschleudert werden. Aber was der Effekt genau ist, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir springen hier hoch und dann seht ihr, wird der Angriff aufgeladen. Wir machen ordentlichen Schaden, haben einen fetten Rückstoß und werden nach hinten geschleudert. Das solltet ihr mit einkalkulieren, ist aber auch eine schöne Gelegenheit, um vielleicht nochmal dem ein oder anderen Angriff auszuweichen. Oder wenn das Kimono sowieso angreift, können wir den Angriff auch nutzen, weil wir ja nach hinten geschleudert werden. Aber nicht vergessen, Flock und Anker haben denselben Effekt. Dort sind wir halt nur etwas flexibler und variabler unterwegs. Damit kommen wir auch schon zur Fackel. Und die Fackel, wie immer, wenn wir jetzt hier durchlaufen, bekommt unsere Waffe noch den Feuereffekt dazu. Und auch wenn die Waffe ausgepackt ist und wir durch die Fackel laufen, bekommen wir diesen Effekt immer wieder dazu und unsere Angriffe bekommen dann zusätzlich nochmal das Feuerelement und Kimonos, die gegen Feuer anfällig sind, bekommen dann nochmal ein bisschen mehr zusätzlichen Angriff. Dann sind wir auch schon fast durch. Wir haben noch einmal die Sprungfeder. Sprungfeder ist immer ein bisschen knifflig. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und in der Luft schießen, ballern wir so eine kleine Salve raus. Ich setze das Ganze mal hier hin. Ihr seht, 4 oder 5 Schüsse sind das, die wir da rausballern. Welchen Knopf zum Angreifen wir drücken, ist vollkommen egal. Ob Angriff Nummer 1, Angriff Nummer 2 oder Spezialangriff, spielt keine Rolle. Die kleine Streumunition, die wir da rausballern, ist in allen Variationen gleich. Und damit kommen wir auch schon zum Gleiter und den Favoriten für die meisten Kanonenspieler und Spielerinnen. Wenn wir das Ganze nutzen, dann können wir hier schön munter rumballern, wenn wir auf dem guten Gleiter unterwegs sind. Er hat jetzt allerdings keine Hitze aufgebaut. Das ist nicht normal. Deswegen versuchen wir das nochmal. Ich habe den Teddybären nochmal aktiviert. Einmal hoch und gib ihm. So, jetzt baut er auch Hitze auf. So sollte das auch ausschauen. Wir ballern deutlich schneller, wenn wir mit dem Gleiter unterwegs sind. Zusätzlich bauen wir Hitze auf und wir sind natürlich auch sehr flexibel mit dem Gleiter. Wir können in sämtliche Richtungen fliegen. Wir müssen halt schauen. Wir können nicht unbedingt jeden Winkel im Fliegen erreichen, aber den Großteil des Spielfelds können wir natürlich abdecken mit dem Gleiter. Als Opening oder auch zwischendurch, um Hitze aufzubauen, um dann auch unsere dicke Laserrotation zu spielen, eignet sich das perfekt. Und wenn wir schon beim Gleiter sind, kommen wir natürlich auch zur Frage aller Fragen. Was ist denn die perfekte Rotation, um den dicksten Damage rauszuhauen? Und da beginnen wir zunächst einmal mit dem Gleiter. Der ist optional. Wir müssen es nicht einsetzen. Jetzt müssen wir natürlich Hitze aufbauen, damit wir gleich unseren roten Kreis rausballern können. Wir haben genügend Hitze zusammen, nutzen Angriff Nummer 2
müssen jetzt das Kemono treffen. Boom. Der rote Kreis ist platziert. Wir gehen jetzt hier hinein, laden mit Angriff Nummer 2 und schießen die Waffe auf. Und mit Schießen und Angriff Nummer 2 ballern wir jetzt nochmal den dicken, fetten Laser hinaus. Müssen ein bisschen warten. Wenn sich das Kemono jetzt bewegt und wir ihn nicht permanent treffen können, ist das natürlich ein Damage-Verlust. Aber wenn das Ding perfekt sitzt, könnt ihr theoretisch verdammt viel Damage raushauen. Oben links die 26.000 sind nicht in Stein gemeißelt. An der Attrappe haben wir immer ein bisschen mehr Damage als in der Realität. Plus das Kemono bewegt sich hier nicht, frisst hier automatisch deutlich mehr Schaden. Deswegen die Schadenszahlen sind hoch, aber nicht immer repräsentativ. Jetzt nehme ich euch noch einmal mit ins Live-Gameplay. Ich habe leider fürs Opening keinen Gleiter, deswegen nutze ich die Harpune, um ihn einmal festzusetzen. Baue zunächst einmal die Hitze auf, bis unsere Kanone gleich aufleuchtet. Wir können das tendenziell auch mit dem Käfig machen, funktioniert auch wunderbar. So, jetzt platzieren wir nochmal den Kreis, vorsichtshalber nochmal eine Harpune. Er will uns auch noch anstürmen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Stellen uns jetzt hier hinein. Sehen natürlich nichts, aber egal. Wir ballern unseren Laser raus. Ich habe natürlich die Weichteile nicht perfekt getroffen. Und bauen das Ganze jetzt nochmal auf. Er ist schon so gut wie tot, will abhauen. Na, kriegen wir ihn noch? Ja, scheiße, jetzt habe ich natürlich auch nochmal die Harpune zu spät gesetzt. Da habe ich jetzt gefailt. Ja, um ihm an der Flucht zu hindern, können wir natürlich den Käfig setzen, die Harpune setzen oder einfach in der ersten Damage-Rotation perfekt treffen. Immer schön auf die Weichteile, damit wir dann auch den gelben Schaden bekommen, den Schwachstellenschaden bekommen, der dann natürlich ein bisschen höher ist. Wenn das jetzt alles soweit perfekt funktioniert hätte, wäre das Vieh schon down, der Kampf wäre vorbei. Aber ihr seht, einmal die Laserrotation, die wir anfangs angewandt haben, bauen wir einmal auf. Eine Hitze brauchen wir. Dann brauchen wir noch unseren entsprechenden Kreis. Stellen wir uns in den Kreis hinein. Wenn er einen roten Schimmer hat, wemsen wir den Laser hinaus. Im Optimalfall treffen wir komplett, so wie eben, dass das Kemono auf dem Boden liegt. Dann ist es natürlich perfekt. Oder so wie jetzt, wenn er wütend wird, haben wir auch Zeit genug. Und ja, wie gedacht, Harpune hat ihn gekillt. Verdammt, wäre eigentlich ein ziemlich cooler Kill gewesen mit 10, 15, 20 Sekunden. Aber hier habe ich mir den Kill selber durch eigene Fails zerstört. Aber so könnt ihr halt quasi mit der Waffe kämpfen.